Ja, was haben wir denn hier? Oh, ey, dieses Geflüster. Ach, ich muss wieder mit Einblick hier. Da. Alter! It's true. The Neva massacre. I need to find this Thomas guy and get the hell out of here. Ich hatte, glaube ich, in einer der letzten Folgen erwähnt, dass der Sound so super geil ist über die Kopfhörer mit Dolby Atmos und allem drum dran. Der hat mich gerade richtig gefickt. Und wir sind erst am Anfang vom Spiel. Geht's hier auch weiter? Nee. Nö. Hello? Anyone? Thomas? You there? Ist immer das Geilste, auch in den Horrorfilmen immer, wenn die dann Hallo rufen. Wen erwarten die da? So. Das Entlein. Polnische Legenden. Der Drache von Wawel. Seite 4. Warum fallen meine Zähne aus? Seite 7. Zurück zur Schule. Seite 9. Spiele und Kreuzworträtsel. Seite 10. Und noch vieles mehr. Okay, hier ist aber sonst nichts dran. Alles klar. Hier ist noch ein Lageplan. You are here. Okay. Dayroom, Sauna, Pool, Elevators, Reception, Lobby. Und Main Entrance. Okay. Alles klar. Hier ist die Reception. Kann ich hier hinten mit den Türen irgendwas machen? Nö. Da hinten dreht eine Lampe durch. Ja, dann halt nicht. Ich komme hier hinten wieder raus, verdammt. Ach, das Buch kann man nur von vorne angucken. Okay. Sinners be damned. Sünder sind verdammt. Das ist aber mal ein nettes Buch. Hotelregister. Kowalski, Brunon, Schmock, Halina, Maurer, Victoria und Celazzo oder Celazzo Boris. Schmock. Ja, nee, ist klar. Hier haben wir ein Bild einer Ballerina, einer prima Ballerina. The Star of the Bolshoi Theater. Okay. Vivian, der Star aus dem Bolshoi Ballett. Hier haben wir noch die Fahrstühle. Bevor wir dahinter zu der blöden Lampe gehen, will ich mich hier noch ein bisschen umgucken. Ich glaube, die Treppe ist nicht mehr benutzbar, so wie es aussieht. Da fehlt ein Stück. Da ist ein bisschen was verbrannt und die hängt da schon wieder in der Ecke fest. The Day Room. The safest place for the youngest. Der sicherste Ort für die Kleinsten. Was haben wir hier? Restaurant. The people's taste. Der Geschmack des Volkes. Also ein Volksgeschmack sozusagen. So, hier in dem verbrannten Eck will ich nochmal gerade gucken. Ja, die Treppe ist nicht mehr benutzbar. Da liegt nämlich auch noch was rum. Ein Spring-Magazin. Frühling. Nachrichteninformationen und praktische Ratschläge für die moderne Frau. Die Quellen der Vorväter. Ein literarischer Bestseller von Joanna Schmieselewska. Leser fragen, Experten antworten. 10 Nähtechniken für für modische Röcke. Cool. Und hier ist noch ein Bild von einem Bus. Ja, komm mal, Bus bauen.
Reisen mit Stil, Reisen mit Komfort. Ja, das ist eindeutig 60er Jahre. So, gut, dann gehen wir halt mal dahinter. Die Decke hier ist auch nicht mehr so die beste, beziehungsweise der Fußboden im oberen Geschoss. Was haben wir hier? Quality Time by the Lake. Tolle Zeit am See. Und wieder eine Postkarte. Lesen. Meine Liebste, ich weiß, dass ich versprochen habe, dich zu besuchen, aber rate mal, ich wurde befördert. Ja, wirklich. Ich bin der neue Stabschef. Das könnte es jetzt wirklich sein. Ein neuer Anfang, eine Heimat für uns. Für uns meine ich, du, ich, die Kinder. Ich weiß, es klingt verrückt, aber denk drüber nach, in ewiger Liebe. Wieso schreibt er immer Postkarten? Hab ich jetzt da Bock? Jetzt flackert's nicht mehr. Hallo? Thomas? Leute, wenn ich hier vor Schreck meine Dampfe in den Raum feuer, dann ist sie aber der Tor. Der Easy, Teufel los. It's just a good old-fashioned haunted hotel. Calm your ass down and answer the bell. Ja, wir answer the bell mal. Bimmelim. Ja, ich komme doch schon. Ach nee, der Kackball schon wieder. Wie kam der denn jetzt die Treppe da runtergerollt? Wollt ihr mich verarschen? Oh, diesmal oben unten. Auch nicht schlecht. Why? You startled me. I did, didn't I? You look real scared. I'm sadness. Marianne. Ja, sie ist sadness. Auch nicht schlecht. Sadness. Is that your name? I mean, you seem pretty cheerful to me. Well, it's what I remember. My friends used to call me by a different name. But I don't remember what it was. Your friends? Oh, yeah. I used to have a lot of friends here. But they're all gone now. Did something happen to them? I don't really want to talk about it. That's okay. So, do you live here? All by yourself? You wouldn't believe how boring it gets sometimes. I can imagine. This place must have been... Oh, yes. So busy. People coming and going all the time. Always someone to play with. Must have been nice. It was. Not anymore. So, tell me, what happened? I remember. People stopped coming. Only a few of them stayed. But they became very sad. Very angry. They might hurt you. Thanks. But I can take care of myself. Hey, I was wondering, have you seen... Marianne? Yes? Would you play with me? Just for a little while.
It's been so long since I played with anyone. Oh, okay, okay. But I need your help first. Yes. Yes! Anything, Marianne! I'm looking for a man. Thomas. Do you know him? Let me think. I've heard that name before. Somewhere. Take your time. The second floor. We can look there. Come on. Hurry, Marianne. Wait. I can't go that way. Damn. I need to get up there somehow. Von der fröhlichen Sorte. Ja, das auf jeden Fall. So, können wir hier an den Fahrstühlen irgendwas machen? Hey. An elevator. Might as well see if it works. Ooh. 2, 2 bitte. Sadness. I wished I knew her real name. Shit. Okay, Marianne, just take a deep breath and... Drücke und halte B für ein außerkörperliches Erlebnis. Was? Drücke und halte B. Box. Need some energy to spark it up. Oh, wer will denn jetzt wieder was von mir? So, ich brauche eine. An out-of-body experience. It's like taking a plunge into nothingness. Stay under for too long and it just pulls you in. Ach, jetzt muss ich mich ja noch beeilen, oder was? Das ist ja jetzt eine ganz fiese Nummer. War hier nicht irgendwo? Da. Der da oben geht's nicht mehr so gut, glaube ich. Komm, gib Gas. Okay, Marianne. Okay. Alter. Okay. Kann ich das jetzt nochmal machen? Weil jetzt bin ich ja aufgeladen. Nee, dreh dich doch mal in die Richtung. Muss ich jetzt wieder... So. Ha! Okay. Das Ding ist eigentlich Schrott, gell? Hier ist nochmal ein Plan. You are here. Exercise Room, Meeting Room, Elevators. Okay. Hier geht's runter. Okay. Die Werke des international angesehenen Künstlers Richard Tarkowski zum ersten Mal im Niva-Resort. 14. Juni 80, okay. Das Bild ist von den 80ern, aus den 80ern. So, hierüber komme ich nicht. Komme ich da runter? Weil hier hoch komme ich ja auch nicht. Nee, sie kann nicht da runter und ich kann nicht da hoch. Also. Hier ist Endepeng. Kann ich hier irgendwas machen?
mit hier mit Energy. Nö. Nur haben wir sie verballert. Jetzt habe ich keine mehr. Ich komme hier nicht rüber. Irgendwie hier hinten rum komme ich auch nicht. Hier runter komme ich nicht. Dann fahren wir mal in einen anderen Stock oder so. Warte mal, da war eine Tür. Komme ich aber nicht hin. Nee. Gut, dann fahren wir mal in einen anderen Stock. Achso, geht aber nur P. Ach, wir waren noch gar nicht im zweiten, oder was? Wir waren noch gar nicht im zweiten. Excuse me. Jetzt sind wir im zweiten. Okay. Now where did she go? Second Floor, ja. Jetzt in meinem zweiten. Hier hinten komme ich nicht lang. Okay, not getting through here. Was brauche ich denn hier? Ich habe nichts. Ich habe nichts, ich bin nichts, ich kann nichts. Was ist denn das jetzt? Holy shit. I didn't even know I could do that. Was waren das? Waren das, ich hab das jetzt, waren das Motten? Ekelhaft. Außerkörperlich. Wer kann denn von den beiden? Sie wohl. Ach, guck. Ein seltsamer Schlüssel. Je länger ich das mache, desto mehr verliere ich an Substanz auch. Kann man ja zurückgehen. Und die Viecher wieder. Schon ein bisschen ekelhaft gerade. Nur so ein ganz klein bisschen. Jetzt muss ich hier den Blick ständig links, rechts, damit ich ja nichts verpasse. Wenn mich jetzt wieder einer anschreit. Yes. I'm working on it. Yes, I know. I just. Yes, I understand. Just give me some time. A few days. You'll get what you want. Ugh,
that voice. I don't know why, but it gives me shivers.